You're beautiful, it's true. Saw your mom and I saw your dad. And then I saw that you are fat. Wow. Weißt du, was richtig peinlich ist? Erstens, dass du dein scheiß Handy nicht mal weglegen kannst und zweitens... Aber guck mal, was für einen schönen Kuchen ich gestern gebacken habe. Das interessiert hier keinen Menschen. Doch, auf diesem Kanal. Bitte. Kommst du nervig. Guck mal. Hast du den aufgegessen? Doch nicht alleine. Deswegen siehst du so aufgebläht aus. Hast du gerade noch was von Fettshaming gesagt? Fettshaming. Ich war ein fettes Kind, deswegen darf ich immer fettshamen. Nein, das Nein, darf man darfst nie. Du nicht. Julia, das ist so asozial von dir. Das ist asozial von dir? Du hast das gerade gesagt. Also ich glaube, ich muss sie von diesem Kanal verbannen. Aber ich mache ungefähr das Gegenteil, denn die letzten drei Videos sind mit Julia. Ja. Wir können diesen Kanal Julia vs. Joey nennen. Nee, wir haben schon einen Kanal, der Julia vs. Joey nennt. Ja, Leute, guckt mal in die Videobeschreibung. Gleich sagen wir euch aber ein bisschen mehr dazu. Aber falls ihr nicht abwarten könnt, guckt. Aber willst du jetzt mal sagen, was wir heute überhaupt machen? Vor 8 Jahren haben wir das zweite Video gedreht miteinander, was wir jemals in unserem ganzen Leben miteinander gedreht haben. Was it the second one? Du sahst richtig fett da in dem Auto. Oh mein Gott, Julia, es war Spaß auf dem Video. Nee, du hast mich gerade gefettshamed. Ich sah aber gut aus mit dem Leute, wir drehen heute ein Video miteinander. Was wir vor 8 Jahren schon mal zusammen gedreht haben. Genau so sieht's aus. Wir haben Miracle Berries probiert, beziehungsweise wir haben Tabletten gegessen, die legitimately unseren Geschmack komplett auf den Kopf stellen. Und dann haben wir ganz viele Sachen gegessen und geguckt, wie sie schmecken. Ich schwöre, es ist die absolut beste Video-Idee, die ich in meinem ganzen Leben hatte, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, auch schon dieses Video auch so ein bisschen abgewandelt, noch 4-mal neu gedreht. Und ich lieb's trotzdem, dass wir das heute nochmal machen. Hey, ganz ehrlich, ich lieb's gar nicht mal so doll, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Zitronen gefressen haben und so und die so süß waren dann auf einmal, das dass wir geil. Gar nicht gecheckt haben, wie sauer das in unserem Magen eigentlich gerade alles ist und wir dann am nächsten Morgen die Retourkutsche bekommen haben. Also, was wir auf jeden Fall sagen können, dieses Video wird heikel für unsere Innereien, aber es wird grandios für unsere Äußereien und für euch da draußen. Ja. Also, wir müssen jetzt erstmal Räuchermittel lutschen, denn es ist in Deutschland immer noch nicht zugelassen. Ehrlich nicht? Nee, es war schon vor 8 Jahren nicht zugelassen in Deutschland. Ja gut, aber wir haben überlebt, von daher. Ja, genau, wir haben es doch schon mal durch. Das pflanze ich noch ein, das ist die Pflanze, wo die herkommen. Du hast gekauft. Nein. Doch. Also theoretisch ja. Und wieso hast du schon 2 genommen? Das war für das Video von vor 8 Jahren. Ist es nicht dein Ernst? Du hast die seit 8 Jahren drin, die wirken noch gar nicht mehr. Stimmt, die sind bestimmt abgelaufen schon, ne? Aber steht natürlich nicht drauf, weil hier steht nur bitte nur Räuchern. Ja, noch besser, man darf die gar nicht fressen. Wirklich, 10 Räuchertabletten je 35 Gramm. Ich kann's nicht glauben. Naja, wird auf jeden Fall eine interessante Aktion hier heute. Wir müssen jetzt erstmal jeder eine Tablette lutschen und die musst du komplett auflutschen. Ich sag extra lutschen für dich, damit du auch verstehst, was gemeint ist. Ja, bevor du wieder was sagst? Lutschen. Lutschen ist das Eigentliche, ne, Anni? Nein. Blöde Kuh. Okay, bist du ready, zu nehmen? Ich bin ready, zu nehmen. Das kennt die Alte gut. Kannst du jetzt mal deine nehmen? Hast du sie schon genommen? Hä, wann hast du sie denn genommen? Mein Gott, sie ist so geschult, dass man es gar nicht merkt, Joey, wenn sie ihre Pille schluckt. Hallo? Oh mein Gott. Ich habe gleichzeitig mit dir die Pille in meinen Mund getan und du hast sie dann wieder rausgenommen. Weil ich dachte, du hast sie doch nicht drin. Ich habe es gleichzeitig mit dir gemacht. Du achtest nie auf mich. Kannst du jetzt mal lutschen? Weil so unaufmerksam ist der. Lutsch jetzt mal. Sag mal, wie es schmeckt. Walnuss. Oder? Oh mein Gott, wenn man das jetzt ohne Bild abspielt. Lutsch mal. Nach was schmeckt das? Ein bisschen nach Walnuss. Wir haben gar nicht erklärt, was es macht. Nee, so aber alles, du hast das Video auch schon 5-mal gedreht, deswegen wissen die jeder weiß Bescheid. Leute, alles, was eigentlich richtig doll sauer schmeckt, wird dadurch extrem süß. Und ich meine nicht nur einfach süß, sondern wirklich extrem. Also die sauerste Zitrone ist plötzlich wirklich eine Zuckerbombe. Guck mal hier. Einfach oh nee, Rhabarber. Aua. Oh. Aua. Aber dann ist Aua. Aua. Oh, mein Rhabarber. Oh. Guck mal, was ich auch gekauft habe. Eine Sour Gurke. Wir waren am Flughafen und haben einfach eine einzeln verpackte saure Gurke gefunden. Also eine riesige. Aber hast du schon aufgelutscht? Ja, dann müssen wir erst auflutschen. Aber ich will schon mal auspacken. Ich will schon mal gucken, wie groß die Gurke ist. Du bist so ein Opfer, du redest so zweideutig. Ja, du lachst drüber wie ein schon mal aus. Boah, ist das ein Brummer. Die ist schon heftig. Kennst du nicht, ne? Boah. Die ist aber klein und dick. Ja, aber das hat auch seine Vorteile. Kann ich nicht bestätigen. Nein? Nee. Für dich lieber lang und dünn? Aber jeder ist ja da eigen, ne? Von daher ist doch total schön. Bestätigt mal wieder, dass alle Formen und Größen ihre Berechtigung haben. Krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass die noch gut ist. Warum nicht? Warum das sind Konserven, die halten jahrelang. Meinst du? Ja, das wurde früher im Krieg doch nur gegessen. Oh, es war so klar, dass du wieder irgendeine Kacke machst. Ja, kannst du jetzt mal bitte ein Brettchen holen vielleicht? Hier ist noch. Ich selber. Crazy, dass mir als Frau sowas gesagt wird. Hä? Ich will in die ganze Gurke reinbeißen. Warte. Sieht keiner. Danke. Weiß. Ja, aber ich... Wie es in der Mitte hochkam. Weißt du, wenn es nicht durchgeschnitten hätte,
nicht passieren. Boah, kommt da viel raus. Boah, das ist richtig das Juice-Ding. Schmeckt sie? Mhm. Aber schmeckt es auch schon anders oder wirkt es noch nicht? Doch. Es schmeckt so kurz nach Gurke und danach einfach nur süß. Boah, schmeckt das süß. Ja. Ich habe noch nie so eine süße Gurke gegessen. Ja, ist ja auch nicht echt. Du bist ja auch verdruckt gerade. Verdruckt. Ja. Das schmeckt wirklich nicht mehr. Es schmeckt 0% sauer. Das ist nicht gut, glaube ich. Dieses ganze Video ist nicht gut, weil wir gerade Räuchermittel trinken, essen, schlucken. Aber hast du auch mal den Saft probiert? Nee, schmeckt bestimmt auch scheiße. Schmeckt das süß. Ich bin richtig traurig jetzt schon. Joy, bevor wir wir warten jetzt hier nicht. Bevor wir zum nächsten Schmackofatz kommen, müssen wir nämlich noch was sagen. Das klingt gar nicht so, als hätten wir uns überlegt, dass wir das jetzt machen, ne? Leute, es gibt einen neuen YouTube-Kanal. Von uns beiden. Und es ist der beste YouTube-Kanal der Welt. Ganz genau. Besser als der hier gerade. Ich dachte gerade, das ist mein Kanal, aber es ist ja deiner. Deswegen, ja stimmt, der ist tatsächlich besser als dieser Kanal hier. Leute, es gibt einen Kanal, der heißt Julia vs. Joey. Versus, weil wir uns in 8 verschiedenen Ländern in 8 richtig gestörten Challenges gebettelt haben, um zu gucken, wer denn jetzt wirklich besser ist von uns beiden. Das Ding ist, wir sind halt ein gutes Team. Das haben wir uns schon 1000 Mal bewiesen. Wir machen den Podcast zusammen und es klappt immer alles super. In jedem Video harmonieren wir, aber wir sind noch nie so richtig gegeneinander angetreten. Diese Challenges, Leute, die haben ein ganz anderes Niveau als alles, was ihr von unseren Kanälen kennt. Ich würde sagen, wir packen mal kurz einen Trailer hier rein, oder? Genau so sieht's aus. Oh mein Gott, ist das gemein gewesen! Kann mich gerade nicht freuen! Ihr Assis, ey! Seid ihr scheiße! Jemand wird von mir einen richtig fetten Boxer kriegen. Oh, das ist sowas von unfair, das ist Manipulation. Also entweder ihr seid blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd, wenn ihr diesen Kanal nicht abonniert. Es gibt auch schon einige Videos auf dem Kanal, das heißt, ihr könnt richtig schön bingen und dann für mich die Daumen drücken, dass ich gewinne. Oder auch für mich, denn ich bin der Bessere von uns beiden und das wisst ihr eigentlich ganz tief im Inneren auch. Das werden wir vor allen Dingen in unserem Live-Finale sehen, was dann am 3.5. live auf unserem YouTube-Kanal ausgespielt werden wird. Also auf dem Kanal Julia vs. Joey. Ganz genau und deswegen müsst ihr ihn sowieso abonnieren, weil es ist ganz wichtig. 3.5. seid live dabei. Ja, ihr und beide jetzt müsst ihr die anderen Folgen gucken, das ist auch wichtig. Gegeneinander antreten. Danke fürs Ausreden lassen. Weiter geht's. Citronella. 3, 2, 1. Boah, ist das krass. Das schmeckt wie die süßeste Orange der Welt. Das ist so verrückt. Also ein bisschen Säure ist noch da. Aber es ist extrem süß einfach. Ich habe noch die Reaktion, wie wenn es sauer ist, aber es nicht. Es ist im Mund super süß, aber im Magen merke ich, dass ich gerade was richtig Saures gegessen habe. Im Magen tut es richtig weh, ne? Trotzdem willst du sofort noch ein Stück. Nee, mein Magen! Du bist so eine räudige Kuh. Ich habe auch so Konzentrat gekauft. Und oh nee, aber wir müssen keine Zitronensäure essen, oder? Mhm. Aber das ist jetzt andere Traube. Zuckertrauben. Wow. Ey, das ist gemein. Du kannst nicht einfach so essen. Doch kann ich, haha. Das schmeckt wie Zuckerwattetrauben. Das schmeckt echt wie Zuckerwatte. Dein Magen ist jetzt schon so übersaugt. Guck mal das hier. Orangenfix. Soll ich dir das in deinen Mund spritzen? Nur wenn ich dann auch in deinen Mund spritzen darf. Okay. Wer spritzt zuerst? Ich spritze zuerst. Oh! Boah. Das ist immer noch sauer. Ehrlich? Ich glaube, das könntest du normalerweise niemals trinken. Obwohl es Orangenfix ist? Obwohl, ich hab's auch gar nicht verstanden, okay, tatsächlich. Okay, mal in meinen Mund. Ja, so hast du auch gemacht. Aber schmeckt geil, ne? It tastes so refreshing. Krass. Aber mein Magen sagt wieder Ciao. Aua! Es schmeckt wirklich so wie so ein geiler Snack, wenn du so durch die Stadt läufst und es einfach nicht mal erfrischen willst. Es schmeckt wirklich wie eine leckere Orange. Ich sehe mich damit in der Schildergasse an so einem Montagmorgen. Ja, kurz nachdem du die Pille geschluckt hast. Ja, genau. Anni, kannst du mal ganz kurz reinkommen und das mal testen ohne Tablette? Das ist Anni. Ich bin Anni. Anni ist meine Mitarbeiterin. Julia spritzt es dir rein, okay? Ja, okay, komm, das ist unser Teambonding-Moment. Also sie hat die Tablette nicht genommen. Bist du bereit? Nee. Okay, Mund auf. Und? Nicht kotzen, der Teppich war teuer. Das schmeckt nicht nach Orange. Sondern? Zitrone. Hä? Was hast du denn da für eine Fake-Kacke gekauft? Für mich schmeckt nach Orange. Aber wie sauer muss es für dich sein? Sie rennt gerade zur Toilette. Höchstwahrscheinlich Durchfall. Oh, ich hör's schon. Oh, scheiße. Oh, das war jetzt wirklich ungemütlich. Die arme Julia. Okay, ready for the rebebe? Was heißt rebebe auf Englisch? Rhubarb. So, wir müssen ein ganzes Stück essen.
Ganzen. Mmh, wow. Oh. Hä? Das schmeckt super süß. Das schmeckt so richtig nach Arsch. Ich glaube, Arsch schmeckt deutlich anders. Sorry, this is not gonna happen. Hä? Ich schwöre. Joey, ohne Spaß. Das schmeckt einfach nach altem, modrigen Kack. Kann man den normalerweise einfach so essen? Nein. Nein? Nee, kein Mensch isst den einfach so. Anni, komm noch mal rein, bitte. Hast du schon mal Rhabarber roh gegessen? Nee. Darf man das auch? Ich glaube nicht. Nicht kochen? Ich glaube, man muss den kochen. Echt jetzt? Darf man Rhabarber roh essen? Rohen Rhabarber sollte man vor dem Essen kochen. Fakt ist, dass roher Rhabarber viel Oxalsäure enthält. Rhabarber ist auch an sich aber nicht giftig. Naja, komm, du darfst es essen. Das schmeckt echt nicht gut. Jetzt rennt sie halt wirklich Richtung Toilette. Okay, ready for the next one? Ja. Guck mal, ich hab hier noch so Rhabarber zwischen den Zähnen. Kannst du es wegmachen? Das ist aber auch bei der Bonding-Moment, oder? Also ich habe schon schlimmere Sachen bei dir gemacht, deswegen. Also sie hat mir noch nie ein Zäpfchen eingeführt. Auch wenn ihr das jetzt alle gedacht habt. Noch aber nicht. Würdest du? Ich würde. Aber nur mit Handschuhen, sorry. Ach, warum? Ich würde sauber machen vorher. Ja, willst du einen Arschspülchen machen? Du sollst nicht meinen Arsch spülen, nur damit du mir ein Zäpfchen einführen Natürlich. kannst. Ich muss ja mit meinem Finger in deinen Arsch rein. Nein, doch nicht mit dem Finger. Du musst nur das Zäpfchen reindrücken. Ja, und das muss ja reingedrückt werden. Das ist ja immer noch so ein Stückchen Finger mit rein. Nein, du berührst nur ganz leicht das Arschloch. Okay, wir haben als nächstes Chio Salt and Vinegar. Oh mein Gott. Oha! Hä? Hey, das ist ja voll lecker. Das schmeckt einfach nach Zucker. Das Salzige ist ja auch noch da. Aber es hat gar nicht mehr diesen Essiggeschmack. Das schmeckt richtig lecker. Also ich finde es normal besser. Nein. Doch. Aber so süße Chips hat voll was. Schmeckt so lecker. Ich hab jetzt nur noch Drogen nehmen, bevor wir Chips essen. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wie Essig schmeckt. Denn ich habe... Oh nein! Rotweinessig besorgt. Ich habe noch überall diese Tondinger hier im Gesicht. Ich habe nicht mal thematisiert, ne? Aber man kennt dich ja als kleines Snackschwein. Jo hat mich von voll geschissen. A.k.a. ich musste das Täppchen bei ihr einführen. Und sie hat sich vorher nicht durchgespült. Ja, genau. Deswegen ist es ein bisschen gespritzt. Wollen wir einen Esslöffel benutzen? I'm so down to take a Teelöffel. Esslöffel, Anni, bitte. Halt bitte gerade. Okay. Das reicht. Nein, das Ganze. Weißt du, wie lecker das schmecken wird? Ich sag's dir. Ready for Schlürf? Kannst du mal aufhören, mich jetzt hier anzurülpsen? Ja, sorry. Es kommt einfach. Boah. Oh. Oh mein Gott, ich glaube, das ist nicht gut für meinen Reizhusten. Also sorry, Joey, aber das funktioniert nicht. Nee, das schmeckt kacke, ne? Mhm. Oh. Das ist richtiger Essig. Wieso isst du denn noch mehr? Boah, ist das krass. Ist das Konzentrat? Nein, das ist Essig. Ja, okay. Dann nehmen wir halt was anderes. Hab nämlich auch Maggi-Würze gekauft. Ja, komm, renn da. Wir brauchen keinen Löffel. Nein, das ist zu gefährlich. Komm jetzt. Julia. Mund auf. Oh! Wow, schmeckt das lecker. Ja? Aber ich spüre meinen Zahn deutlich. Aber schmeckt das anders als normal? Nee, Maggi ist immer geil. Echt? Jetzt war Maggi so lecker? Mhm. Boah, nös. Boah, ist das lecker. Boah, okay, jetzt kommt was Schönes für dich. Sauerkraut. Oh, warum schön für mich? Ja, weil ich mal will, dass du mal ordentlich leidest. Das ist nämlich dann auch schön für mich. Boah, oh, das ist eklig. So nach Furz. Boah. Joey, du bist so eine widerliche Alte. Warum schreiben die da nicht Pupsauerkraut drauf? Sauerkraut. Nicht so wenig. Nimm ordentlich, Julia. Komm, wir teilen uns noch ein bisschen was davon. Du hast gerade... Prost. Also, Entschuldigung, aber das ist ja so voll ekelhaft. Du bist einfach eine richtige Muschi manchmal. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen, ne? Da ist der Löffel auf einmal wieder drin. Hä, hey, ungelogen? Ich finde, es schmeckt lecker. Ich finde, es schmeckt wie so ein richtig leckerer, gesunder Snack. Also ich finde, dass es nach saurem Durchfall schmeckt. Aber es sieht nicht so aus. Nee, sieht aus wie Kotze. Okay, ready fürs nächste? Ja, sowas von ready. Erstmal eine Maracuja. Geil, oder? Rüsterchen. Wow. So kann man sich schön verarschen, dass die reif ist. Ja. Schmeckt reif. Anni, willst du mal gucken, ob die sauer ist, bitte? Oh mein Gott, vom Geschmack her eigentlich die halt beste Frucht. Und auch wirklich die beste Maracuja, die ich jemals gegessen habe. Die ist todessauer. Ehrlich? Ey, weil für mich schmeckt die gerade so süß. Das ist so heftig, dass man das nicht mehr wahrnimmt, ne? Okay, komm, it's time for the pineapple. Okay. Tschüssi. Tschüsschen. Oha. Das schmeckt nur noch nach Wasser. Das schmeckt gar nicht mehr geil. Das schmeckt wie Gammel-Pineapple. Das schmeckt nach gar nichts einfach. Ey, das stimmt ja nicht. Du schmeckst ja wohl, dass die süß ist. Nee. Kannst du das mal ein bisschen aufräumen hier? Nein. Kannst du eine Mülltüte holen, bitte? Hä, das ist doch keine Mülltüte. Gib mir mal bitte ein bisschen Feuchtes. Ist nicht feucht. Hier trotzdem. Jetzt feucht. Ich stell dir mal vor, du hättest so hier gemacht. Jetzt ist feucht. Okay, bist du ready für die nächste Sache? Ehrlich gesagt bin ich gerade noch am Putzen, weil ich muss ja die ganze Zeit hinterher putzen. Okay, komm, dann putz noch mal zu Ende, mein Schatz. Ja, ich putze zu Ende, weil ich bin ja auch die Frau, die putzt halt. Genau, ich wollte es nicht aussprechen, aber ja, schön, ich wusste, dass du es gedacht dass hast. Dass du deiner Bestimmung gerecht wurdest. Boah, jetzt hat man schon genug Frucht, ne? Ja, brauchen wir hier wieder ein bisschen Abwechslung. Meinst du ein Fruity Dwarf? Oh mein Gott! Wo
Wo ist mein kleiner Löffel? Da ist ein Sauerkraut noch dran. Oh, nee, den esse ich nicht. Oh, das riecht alles nach Kotze jetzt. Du bist Kotze. Nimm das jetzt. Nein, Anni, warte. Nein, Anni, lass es. Er muss lernen. Jetzt heul nicht rum. Hä? Ja, natürlich ist es nicht schlimm. Der Sauerkraut war ja auch nicht schlimm. Stuvi. Aber schmeckt so lecker, aber gar nicht anders, ne? Doch, es schmeckt viel gammeliger. Hä? Das ist so krass. Das macht einfach süße Sachen gammelig. Nein, das stimmt doch, nicht. Das schmeckt wieder nach Gammelarsch. Das schmeckt nicht nach Gammelarsch. Doch. Julia, was hast du in letzter Zeit für Erfahrungen mit Ärschen gesammelt? Viel verschiedene. Viel und deswegen gammelig. Weiß ich auch, was ein Gammelarsch ist. Such dir doch mal jemanden, der sich ordentlich wäscht. Dein Zäpfchen, wie mein Finger danach gerochen hat, ne? Okay, was nehmen wir als nächstes? Sour Patch Kids. Nee, doch, das sind die blauen Beine. Oh, geil, ich will die blauen. Die blauen sind am besten. Ab. Das ist nur Sour Patch Kids anymore. Schmeckt halt einfach nur süß. Schmeckt nach purem Zucker. Schmeckt nach einem süßen Gummibärchen. Boah, aber doll. Aber Anni, komm mal her und guck mal, ob es wirklich extrem ist. Ach, ist schon sauer, aber nicht super sauer. Siehst du, die lügen doch alle da drüben in Amerika. Mir geht's nicht so gut. Ja, natürlich nicht. It's time for pomegranate. You like pomegranate? Oh, was denn? Das ist so anstrengend. Hey, du hast dich eben voll gefreut. Ja, dann habe ich gemerkt, dass es ja eine richtige ist. Und man die erstmal knubbeln muss. Aber Granatapfel ist deswegen eine richtig dumme Frucht. Ja, aber Freunde. Dafür halt auch wirklich sehr lecker. Granatapfel. So auch Salätchen. Salätchen. Granatapfelsaft richtig lecker. Salat. Ne? That's very fucking sweet. Das ist so süß. Wow. Amazing. Aber meinst du nicht, du kannst auch einfach so einmal so reinbeißen und das geht schon? Super dumm. Das geht voll. Nee, es ist voll. Ja, du hast wirklich einmal ein Problem. Oh, was denkst du, wie ein Ingwer-Shot jetzt schmeckt? Oh nee! Ich hasse Ingwer-Shot. Vor allem, was ist das für eine Riesenpulle? Boah, riecht das ekelhaft. Ich sage dir hier nach, ich sitze gleich am Klo. Wirklich? Kriegst du davon Durchfall, aber legit? Ja. Exen wir aber? Also schotten wir? Ja, komm. Ich doch. Nachher nennst du mich wieder Pussy oder Muschi oder weiß ich nicht was. Irgendwas anderes Sexistisches. 3, 2, warum hab ich das jetzt? 1. Ich habe voll drauf gewartet, dass es scheiße wird, aber es schmeckt ja super geil. Geil jetzt auch nicht. Aber die Schärfe ist nicht so da, ne? Die Schärfe ist auch da, aber nicht so doll, aber jetzt in meinem Magen ist sie wieder da. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich aufs Klo langsam. Ey, Joel, du hast bei dem letzten Video, was wir für meinen Kanal gedreht haben, schon gekackt mittendrin. Entschuldigung, aber wenn du mir solche Sachen hier zuführst... Hast du heute noch nicht gekackt? Doch. Nee, dann kannst du nicht. Ich schwöre. Julia! Bitte? Ich muss jetzt aufs Klo. Kriege ich dann 10 Euro, wenn du nicht kackst? Julia, das war eklig. Kackst du wirklich? Ja! Na, wie war's? Juicy? Nee, musst du die Klobürste nicht benutzen. Was eine super Konsistenz. Also war's eine feste Wurst. Ja. Siehste, gar kein Durchfall. Aua! Aua! Hey, aber das ist so geil, jemanden damit zu schlagen, oder? Das ist die perfekte Konsistenz dafür. Julia! Du bist eine Voyeuristin. Du bist einfach irre. Wenn ihr irgendwann mal Joey auf der Straße über den Weg lauft, ne? Rennt. Julia, die Tabletten wirken, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, du wirkst nicht mehr. Beiß mal kurz rein. Das schmeckt anders als vorhin. Arsch geschmeckt. Beiß kurz rein. Es schmeckt viel saurer auf einmal wieder. Nein. Wirklich? Ich glaube, mein Körper baut das mehr ab. Meiner nicht. Ich werde für immer nicht schmecken. Mehr. Nur wegen dir. Ich glaube, eigentlich soll das 6 Stunden dauern. 6 Stunden? Ja. Ich bin jetzt traurig. Okay, ich würde sagen, wir kommen zu unserer guten alten... Ja! Oh, yeah! Kennst du die noch? Ja, letztens in Thailand erst. Oha, echt? Hast du eine waschechte Pomelo gegessen? Ja, she's dry as fuck. Ja, genau. Sie ist halt einfach nicht juicy. Und sie sieht aus wie eine riesige Muschi. Stimmt. Naja. Sieht deine Muschi so aus? Nee. Also, wenn deine Muschi so aussieht, sorry, dann sieht die aber nicht sehr ästhetisch aus. Ja, was denn? Das ist Muschi-Shaming. Ich habe ja nicht so viele Muschis gesehen, to be quite honest. Ja, weißt du, ist auch gut so, weil du hast die Muschis nicht verdient. Ich schwöre, ich schmecke es jetzt wieder, wie es normal schmeckt. Mm. Es ist sehr süß für dich. Mhm. Sie ist auf jeden Fall nicht sweet. Ich weiß auch nicht, ob sie ein bisschen bitter war. Pomelo ist immer ein bisschen bitter, schon, aber ich schmecke die Bitterheit nicht mehr. Die Bitterheit? Die Bitterheit? Na, das schmeckt noch süß für mich. Na, siehst du, dann wirkt es ja noch. Die ist einfach nur scheiße, die Muschi. Ja. Jetzt kommt noch was richtig krasses. Takis Nitro. Oh mein Gott, das ist Limettengeschmack, ne? Ja. That's intense. You know Takis? Of course I know. It's like Mexican crisps. Die sehen aber eigentlich so wirklich so ein bisschen wie ich. Jetzt hätte man die einmal durchs Arschloch gezogen, ne? Ja. Boah. Schmeckt richtig süß. Boah, ist das komisch, aber das zu schmecken. Boah. Schmeckt ganz komisch. Das ist ja so viel Gewürz da dran. Boah. Aber irgendwie ist es richtig geil, das steckt richtig an. Nimm mal eine ganze Arschlochrolle und lutsch das mal ab. Nur lutschen. Oh. Das ist krass, ne? Mm. Boah. Boah. Ah. Also nee, aber keine gute Idee. Boah, ich schwitze am gesamten Körper gerade. Ich schwitze am Arsch, glaube ich. Das wird ungemütlich morgen früh. Ich habe noch rotfleischige Kiwis gekauft. Hä? Die sind gar nicht rotfleischig, nur ganz drin ein bisschen. Junge Joey, sorry, aber das ist doch hier auf dem Bild auch zu sehen. Stimmt. Hä?
Habe ich ja gar nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Hä, was ist das denn? Ist doch kein Rotfleisch. Ja doch, da ist ein bisschen Rotfleisch. Es ist hier auch sogar drauf. Ja, aber ich habe da nicht drauf geguckt. Schmeckt nach Gammelarsch. Die schmeckt richtig nach Gammelarsch. Boah, die schmeckt richtig nach Pops. Ja, nee, das ist wirklich nicht gut. Nach Mehlpops. Mhm. Das ist wirklich einfach eine mehlige. Wollen wir nochmal eine andere probieren? Nee, vor allen Dingen mit dem... Oh. Schmeckt anders. Die ist nicht... Aua! Okay, komm, wir kommen zu unserem Finale, Julia. Video, ne? Das ist das Finale? Citronen Brows. Oh mein Gott. Ah, nee, Quatsch. Ahoy Brows. Bitte sehr. Dankeschön. Die ganze Tüte. Nein! Doch, Julia. Joey. Boah, ist das süß. Hä, als ob wirklich? Natürlich. Mmh. Hä, wie lecker ist das denn, Julia? Das ist der Snack für die Schildergasse. Aber... Das Ding ist, es schmeckt halt alles durch diese Pillen gleich. Also die Süße ist immer die gleiche Süße, weißt du? Das schmeckt genauso wie die Zitrone, meinst du? Aber das hier auch. Ja, es schmeckt halt alles nach gleicher Süße. Boring as fuck. Probiert's nicht aus, weil sind in Deutschland nicht zugelassen, genau, aber... Genau, wir sind gerade nicht in Deutschland. Genau, wir sind in Österreich. So Leute, wir haben jetzt ganz doll Dünnschiss und müssen jetzt schnell auf Toilette. Ja. Deswegen müssen wir das Video leider beenden. Wir hoffen aber trotzdem... Leider! Oh Mann, ich bin so traurig. Schaut unbedingt bei Julia vs. Joey vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert den Kanal und guckt alle Videos mindestens dreimal, weil sie sind wirklich so cool. Finde ich super, dass du so Werbung für meinen Kanal machst. Ach so, für Julia vs. Joey. Ja. Aber auch das ist cool. Willst du mal Tschüss sagen? Tschüss.